Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres 3D-Tutorials. In der letzten Folge haben wir viel erfahren über den Markt. Und wenn wir heutzutage in eine Videothek gehen und uns einen dreidimensionalen Film ausleihen wollen, dann werden wir feststellen, dass vom gesamten Programm ungefähr 90% der Filme nicht den stereoskopischen Grundgesetzen entsprechen. Das heißt, entweder wurden sie im Computer generiert, also in zweidimensional gedreht und dreidimensional umgerechnet. Da ergeben sich unglaublich schlechte Seheigenschaften beim Zuschauer, weil er weiß nicht genau, was an dem Bild nicht stimmt. Auf jeden Fall sind es keine natürlichen Parallaxen, die dort verarbeitet wurden, und tatsächlich gibt es nur maximal 10 aktuelle Filme, die wirklich nach stereoskopischen Gesichtspunkten gedreht wurden, geschnitten wurden und auch präsentiert wurden. Und diese Filme sind natürlich auch ein großer Genuss. Aber wir wollen erstmal feststellen, was sind überhaupt die stereoskopischen Gesetze? Es verhält sich so, dass mit den Kameras die Bewegungen unserer Augen imitiert werden. Und da gibt es zwei typische Muskelbewegungen, die in unseren Augen arbeiten. Das ist einmal die Bewegung seitlich unserer beiden Augäpfel. Also unsere Augen haben ja einen Abstand von ungefähr 6,2 cm im Schnitt. Bei manchen ist es etwas breiter, bei manchen etwas enger. Diese Bewegung nennt man Konvergenz. Also unsere Augen blicken nicht parallel, sondern das jeweilige Objekt, das angesteuert wird, wird genau in den Fokus genommen. Es sind also keine Parallelen unsere Blickrichtung, sondern es sind Parallaxen. Das heißt, sie schneiden sich an einem Punkt. Das sind Parallaxen. Okay, diese Parallaxen verschieben wir immer, wenn wir das Betrachtungsobjekt wechseln. Automatisch, wir merken es nicht. Die zweite Bewegung ist, die parallel zu der Konvergenz sich bewegt, ist die Schärfe, der Fokus. Der wandert auch gleichzeitig parallel mit. Wir nehmen das gar nicht wahr, aber es gibt Möglichkeiten, diese beiden Muskelbewegungen zu entkoppeln. Und daraus geben sich dann ganz komische Effekte, wie zum Beispiel das magische Auge, das in den 80ern ein großer Bucherfolg war, wo beide Muskelbewegungen, die Konvergenz und die Fokussierung des Auges entkoppelt wurden. Viele Leute waren gar nicht in der Lage, diese Bücher zu erkennen, aber diejenigen, die es damals genossen haben, wissen, wovon ich rede. Um die Muskelbewegungen unserer Augen und auch an die anderen Funktionen besser zu verdeutlichen, machen wir gemeinsam ein kleines Experiment. Wir schließen also das rechte Auge und nehmen unseren linken Daumen und legen den Daumen auf ein entferntes Objekt bei Ihnen zu Hause. Kann eine Tür sein, kann ein Fenster sein, in meinem Fall ist es ein Vorhang. Ich lege also den Daumen da drauf und wechsle jetzt das Auge. Schließe also das linke Auge. Und wenn ich mich ganz fest auf meinen Daumen konzentriere, dann sehe ich, wie im Hintergrund der Vorhang nach rechts springt und wieder zurück, wenn ich das rechte Auge zu habe. Ja, daran sehen Sie, dass unsere Augen sich in der Mitte des Daumens, quasi unsere Parallaxen, linkes, rechtes Auge, quasi kreuzen und hinten den Vorhang um genau diesen Anteil verrücken. Jetzt machen wir dasselbe Experiment und schauen ganz fest auf unseren Vorhang. In Ihrem Fall vielleicht die Tür. Okay. So, und machen dasselbe Experiment. Was passiert? Unser Daumen springt nach links. Ja, wie kann das passieren? Einmal springt der Vorhang nach rechts und einmal springt der Daumen nach links. Folgendes ist passiert. Wenn wir also auf den Vorhang schauen, dann ist unser Fokus auf den Vorhang hinten gerichtet und der Daumen ist vor der Parallaxe. Das heißt, der Daumen springt nach links, und wenn wir auf unseren Daumen schauen,
springt der Vorhang nach rechts, weil nämlich die Parallaxe sich an dem jeweiligen Objekt kreuzt. Ich will Ihnen das mal zeigen, schematisch, was unsere Augen verarbeiten müssen und gleichzeitig machen, ohne dass wir irgendetwas merken. Das hier sind also unsere Augen. Und das hier ist unser Daumen und ganz hier hinten ist der Vorhang oder die Tür. So, jetzt passiert Folgendes. Wenn wir zuerst auf den Daumen schauen, dann sehen wir, dass die Parallaxen sich kreuzen genau auf dem Daumen. Alles, was da vor dem Daumen ist, ist hier nichts in dem Fall, würde nach links springen und alles, was dahinter ist, wie die Vorhänge, springen nach rechts. Jetzt schauen wir auf die Vorhänge und sehen, dass der Daumen weit davor ist. Also der Daumen springt dann in die andere Richtung als der Vorhang bei unserem Test zuvor. Je nachdem, wo unser Fokus also liegt, dort ist unsere Bildebene. Und in den folgenden Tutorials werden wir diese Ebene Key nennen, wie der Schlüssel. Alles, was da vor dem Key ist, ist Vordergrund, wird in unserem Gehirn als Vordergrund definiert. Alles, was hinter dem Key ist, als Hintergrund. Der Key ist auch gleichzeitig bei 3D-Bildern die Bildebene. Das bedeutet, wenn Sie also sich ein dreidimensionales Bild anschauen, dann ist dort, wo der Key ist, auch gleichzeitig die Begrenzung Ihres Fernsehers. Also wenn Sie zum Beispiel einen 3D-Film anschauen, dann gibt es ja, sagen wir mal, den Bildschirm als Bildebene real in Ihrem Zimmer und das Bild selbst dringt in die Wand hinein und manche Sachen stehen aus dem Bildschirm heraus. Der Key, der Schnittpunkt aller Parallaxen, ist immer auch gleichzeitig die Bildebene, ja? Sodass man also bei der Fotografie festlegen kann, wie weit die Gegenstände aus dem Bild herausragen sollen oder in das Bild hineindringen dürfen. Ja? Puristen unter den 3D-Fotografen sagen, man soll gar nichts aus dem Bild herausragen lassen, alles hinter der künstlichen, quasi eine künstliche Bühne entstehen lassen. Die Ansicht vertrete ich nicht. Ich habe gerne, wenn die Sachen auch ein bisschen herausstehen. Aber das kann jeder künstlerisch für sich selbst entscheiden. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit heute. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Tutorial.